Der YouTube Horror Eisberg, ein Format, in dem wir vier gruselige Themen behandeln, die durch YouTube ihre Bekanntheit bekamen oder sich sogar noch immer auf der Plattform befinden. Area 51. Area 51 ist ein militärisches Sperrgebiet in Nevada in den USA und gehört zur United States Air Force. Diese Anlage wurde 1955 gebaut, während der Zeit des Kalten Kriegs von 1947 bis 1989. In dieser Zeit gab es extreme Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion. Im Westen mit der USA im Vordergrund hatte man den Kapitalismus und die Demokratie und seine in der Sowjetunion eingegliederten Staaten den Kommunismus. Die Systeme waren komplett gegensätzlich. Doch beide Seiten wollten in der Welt die Supermacht sein. Man wollte natürlich gegenseitig irgendwie Informationen ausspionieren. Das russische Luftverteidigungssystem machte es natürlich extrem schwierig. Deswegen wurde damals ein spezielles Flugzeug entwickelt. Es sollte in extrem großer Höhe fliegen und Geheimdienstinformationen sammeln. Ja, und so hoch fliegen, dass es nicht entdeckt werden kann. Solche Projekte gab es natürlich auch seitens der Russen. Da diese Entwicklung nicht vom Feind verfolgt werden durfte, hat man dafür einen absolut geheimen Ort gesucht. Dieses Gebiet fanden sie in der Wüste von Nevada. Und diese Basis nannte man Area 51. Aber was hat das jetzt mit Aliens zu tun? Weil dafür ist Area 51 bekannt. Der Grund dafür reicht ins Jahr 1947 zurück. Ein Farmer namens Mac Brazel fand merkwürdige Trümmer auf seiner Schafweide. Offiziell heißt es, er habe dort nur Teile eines Wetterballons gefunden, aber viele waren anderer Meinung. Brazel hatte diese Trümmer als so, ja, silbrig und glänzend beschrieben. Der Farmer meldete den Vorfall beim nächsten Sheriff. Die Absturzstelle wurde dann vom Militär gesperrt und die Teile wurden beschlagnahmt. Das Thema wird noch sehr spannend, also bleibt dran. Aber was viele UFO-Sucher vergessen hatten, oder mit Absicht oder nicht, sind die Aussagen im Detail von Brazel. Denn er sagte, dass die Trümmer auch so dickes Papier mit Ösen, Stöcken und Klebeband mit aufgedruckten Blumenmustern enthielten. Und ich weiß jetzt nicht, ob Außerirdische sowas verwenden, so Blumenmuster und Klebeband. Vielleicht doch, kann ja sein. Es stellte sich jedoch 1990 heraus, dass die Dinger Teil eines Projekts namens Moguls waren, das ebenfalls darauf abzielte, geheime Informationen der Sowjets zu sammeln. Das Projekt soll ein Ballon gewesen sein, der hoch in die Atmosphäre flog, um Schallwellen von Atomexplosionen aufzuzeichnen. Ja, man wollte auch Informationen über die Atomtests der Sowjets sammeln und das würde dann auch erklären, warum man diese Trümmer vom Militär einsammeln ließ. Viele dachten vor 1990, man hat die Anlage in Wahrheit gebaut, weil man ein Raumschiff fand und es erforschen wollte. Die meisten Akten über das Projekt Mogul wurden 1994 freigegeben, doch der Glaube an außerirdisches Leben war noch immer groß. Und das, obwohl Area 51 erst viele Jahre später nach dem Fund der Trümmer gebaut wurde. Der Hype um den Absturz eines außerirdischen Raumschiffs wurde 1989 nochmal stärker, als ein Mann namens Bob Laser krasse Behauptungen in den Nachrichten von Las Vegas aufstellte. Er behauptete, in Area 51 gearbeitet zu haben und dabei Aliens und deren Technologie kennengelernt zu haben. Er erklärte, dass viele Technologien unserer Welt erst durch diese Alien-Technologie entstand. Ja, dieser Ort ist so interessant, weil der halt so verboten ist. Du darfst halt da nicht hin und ihr kennt das ja selber, alles was verboten ist, wird automatisch interessanter. Der Ort ist von Maschendrahtzaun umschlossen. Kameras überwachen jede Ecke des Geländes und die Leute berichten von einem weißen Pickup-Truck, der auf einem Hügel das komplette Umfeld beobachtet. Es gibt sogar Gerüchte, dass Sensoren in den Straßen eingebaut wurden, die zur Anlage führen. Mobilfunk und GPS sollen für Außenstehende nicht funktionieren. Ja, die extreme Geheimhaltung und die Alien-Themen in der Gegend schaffen es sehr leicht, Verschwörungstheorien glaubhaft erscheinen zu lassen. Man darf aber nicht vergessen, dass es sich bei dem Gelände um einen Militärflugplatz handelt. Ja, und auf dem landen und starten Flugzeuge und es macht Sinn, dass dort alles abgezäunt ist. Im September 2017 kam es zu einem Flugzeugabsturz in der Nähe von Area 51, bei dem ein Luftwaffenpilot ums Leben kam. 3 Tage lang wurde der Absturz nicht anerkannt. Die Air Force verweigerte sich bekannt zu geben, was für ein Flugzeug abgestürzt sei. Und das machte den Vorfall wieder mysteriös. Das sorgte wieder für Theorien, es muss sich um ein geheimes Flugzeug handeln. 2019 wollten 2 Millionen Menschen die Basis von Area 51 stürmen. Das Event Storm Area 51 war aber nur ein Witz gewesen. Die Behörden rechneten aber zumindest mit 50.000 Menschen und ernsten Versuchen, das Gelände zu stürmen. Am Ende kamen aber dann doch nur ein paar hundert Schaulustige und es gab auch keine Zwischenfälle oder so. Aber wenn wirklich 2 Millionen da eingebrochen wären, dann wären wir jetzt wahrscheinlich schlauer, was dieses mysteriöse Thema Area 51 angeht. Ihr kennt doch diese Talking-Apps. Talking Angela, Talking Tom, Talking Ben und wie sie alle heißen. Dieses virtuelle Haustierviech für Smartphone, ähnlich wie Tamagotchi. Insgesamt hatten die Viecher 18 Milliarden Downloads. Doch hinter diesen Apps verbirgt sich ein krankes, gruseliges Geheimnis. Zumindest glauben das ein paar. Aber werfen wir kurz einen Blick hinter die Geschichte dieser Apps. Hinter Tom und Co. steckt das slowenische Studio Outfit 7, welches 2009 gegründet wurde. Die Gründer wurden sogar von Tamagotchis inspiriert. Talking Tom wurde im Juni 2010 veröffentlicht und hatte einfache Funktionen. Manchmal kratzt er auf dem Bildschirm, er furzt, trinkt Milch und man kann ihn sogar verprügeln.
Im Laufe der nächsten Jahre wurden weitere Spiele veröffentlicht, wie zum Beispiel Talking Santa. Dieser Weihnachtsmann war auch irgendwie creepy. Schaut euch mal an, wie sehr er seine Hintern euch entgegenstreckt und euch fröhliche Weihnachten wünscht. Das führte dann auch zu Talking Ben, dem man sogar Fragen stellen konnte. Dann wurde Talking Ginger veröffentlicht und es gab sogar Talking Tom und Ben News, bei dem die Charaktere zusammenkamen und ja so eine Nachrichtensendung hatten. Man hat eine Art eigenes Universum erschaffen und oft haben es diese Tiere auch in andere virale Videos geschafft, wie zum Beispiel Talking Ben in den Backrooms. 2012 wurde Talking Angela vorgestellt. Das Spiel hieß Tom Loves Angela. In diesem Spiel hatte man die Möglichkeit, mit Angela als Tom zu sprechen. Man konnte zwar zum Teil mit ihr reden, aber es war noch keine richtige Unterhaltung. Noch nicht zumindest. Talking Angela bekam dann sogar ihr eigenes Spiel. Und dann war es sogar möglich, mit ihr eine richtige Unterhaltung zu führen. Dank der Chatbot-Technologie. Das führte dann allmählich zu seltsamen Vorfällen. Anfang 2014, also 2 Jahre nach Veröffentlichung von Talking Angela, hörte eine Mutter ihr Kind, das mit Angela sprach. Und das, was Angela sagte, war sehr verstörend. Angela stellte dem Kind Fragen, wie alt sie sei, wie sie heißt, was sie gerade trägt und was das Kind für Interessen hat. Die Mutter dachte, dass etwas Schlimmes hinter dieser App steckte. Sie teilte diese Informationen über Facebook. Wie ein Virus hat sich die Geschichte und damit auch die Panik verbreitet. Man glaubte, dass die Informationen dazu verwendet werden, den Standort von Kindern festzustellen, um sie zu entführen und ja, schlimme Dinge zu machen. Es gab auch Behauptungen, dass Talking Angela irgendwie sein Handy hackt und du da ein Virus bekommst und deine ganzen Daten irgendwie gespeichert oder gelöscht werden, keine Ahnung. Das heftigste Gerücht aber war, dass sich angeblich das Spiegelbild eines älteren Mannes in Angelas Augen befand. Als würde er so perverse durch das Handy gucken, durch die Augen. Weißt du, stellt euch mal vor, das ist technologisch so krass alles, dass man wirklich ja durchs Handy irgendwie das Kind sehen kann oder dass die Daten aufgezeichnet werden, keine Ahnung, oder dass, ja, dass man den Standort klar machen kann. Aber warum sollte man dann wirklich mit Absicht dann noch im Auge so einen Mann haben, der so durchguckt? Das macht keinen Sinn, das kann man doch bestimmt beheben. Es bietet halt so viel Potenzial für Gerüchte, es ist genial, wirklich. So ein creepy Man guckt durch die Augen von Angela. Kann ja sein, schreibt mir in die Kommentare, ist euch sowas passiert? Ich habe bestimmt ein paar Zuschauer, denen das vielleicht doch widerfahren ist. Also ich habe auch mal gehört, dass wenn man Talking Ben beleidigt, der dann dich zurückbeleidigt und komplett ausrastet. Ja, diese Gerüchte gingen sogar in die Nachrichten. Ja, und in den News wurde sogar davon berichtet, dass Pädophile durch die Augen von Angela Kinder beobachten. Outfit 7 selbst veröffentlichte eine Erklärung, dass die Anschuldigungen einfach lächerlich sind. Trotzdem entfernten sie 2016 die Chat-Funktion, um sicherzustellen, dass die Gerüchte nicht weiter verbreitet wurden. Ja, zumindest hat das Thema große Aufmerksamkeit bekommen und ich glaube nicht, dass das denen geschadet hat. Es gab dann natürlich auch ein paar Entwickler, die diesen Hype ausgenutzt haben und eine verstörende Version von diesen Talking-Viechern gemacht haben, und zwar Talking Juan zum Beispiel. Hier meine Bewertung. Ich habe das Spiel mit meinen Freunden gespielt. Wir haben ihn sauer gemacht. Dann ist er komplett ausgerastet. In dieser Version von Talking Tom seht ihr Juan. Der sieht irgendwie komplett kaputt aus, hat Wunden am Körper, Schmutz, überall sind Insekten. Man kann ihn auch misshandeln, Fußbälle ins Gesicht werfen, mit Messern bewerfen und viele weitere kranke Dinge mit ihm anstellen. Ihr könnt ihn auch vergiften, ihn mit Dingen wie Kakerlaken füttern und ja, das ist irgendwie die Horrorversion der Talking Apps. Ebene 3 widmen wir uns ein paar Bildern aus dem Internet, deren Ursprung man nicht so wirklich kennt und ja, die man aber schon mal gesehen hat. Das erste Bild ist noch harmlos, aber es wird, glaube ich, noch ekliger. Ja. Diese Treppe haben einige von euch bestimmt schon mal gesehen. Es wird behauptet, es sei die Treppe, die auserwählte Menschen den Himmel betreten lässt. Also mich schon mal nicht. Ein Reddit-Nutzer veröffentlichte am 25. August 2015 eine Geschichte, die besagt, dass in den Wäldern plötzlich überall merkwürdige Treppen auftauchen. Nachdem der Artikel auf Reddit erschien, erzählten weitere User ähnliche Geschichten, was dieses Phänomen immer mehr Glaubwürdigkeit verlieh. Seitdem hat diese Treppe den Status einer Online-Legende bekommen. Dreimal dürft ihr beraten, was diese Treppe wirklich ist. Ja, ein Kunstprojekt, das aus einer Treppe besteht, die ins Nirgendwo führt. Bruce Allen hat diese Treppe 1988 konstruiert. Sie wurde schwarz bemalt, um sich vom Licht und dem Grün des Waldes abzuheben. Die Treppe scheint es aber mittlerweile nicht mehr zu geben. Das nächste Bild zeigt 2 Kinder, die aus einem Fenster sehen. Das Mädchen lächelt, aber der Junge neben ihr starrt emotionslos in die Kamera. Hinter ihnen steht die dunkle, unheimliche Silhouette einer Frau. Es wurde bekannt als das Bild der Schattenfrau. Wenn man nach dem Ursprung des Bildes sucht, landet man bei einer japanischen Horror-Fernsehserie, die von 2003 bis 2005 ausgestrahlt wurde. Reddit-User vermuteten, es war wohl eine Sequenz aus der Serie. Es gab zwar eine Verbindung zur Serie und dem Bild, stammt aber nicht von dort. Das Bild ist aus einem japanischen Kurzfilm von 2005, der Just the Two of Us heißt. Der Kurzfilm wurde als Ableger der Serie Tales of Terror veröffentlicht, deswegen auch die Verbindung zur Serie.
Um es trotzdem kurz zu erklären, es ist eine Geschichte eines Nachhilfelehrers und ihres Schülers, die in einer Reihe verstörender paranormaler Ereignisse gefangen sind. In der Szene, aus der dieses Bild stammt, geht ein Mädchen an einem Apartmentkomplex vorbei und winkt aus dem Fenster blickender Kinder zurück. Sekunden später erscheint dieser mysteriöse Schatten hinter ihnen. Nur die Augen wie auf dem Bild fehlen, aber die wurden dann nachträglich dann eingefügt. Jetzt wissen wir den Ursprung. Ein Bild haben wir noch, bevor wir zur Ebene 4 kommen. Es ist ein Bild von McDonald's in UFO-Form. Es erinnert irgendwie an Bilder von Liminal Space-Inhalten. Bilder, die man als surreal empfindet, wie verlassene Einkaufszentren und so weiter. Das Bild wurde mit einer alten Kamera aufgenommen oder es wird ein VHS-Filter verwendet. Wirkt auf jeden Fall sehr alt. Dieses Bild wurde aber 2016 aufgenommen. Aber was genau ist das? Was hat es damit auf sich? Ihr werdet jetzt sehr, sehr überrascht sein. Aber es ist wirklich ein McDonald's. Es befindet sich in Cambridgeshire in England. Es wurde erstmals 1990 veröffentlicht, aber schloss 2008, da die Filiale pleite ging oder keinen Umsatz machte. Das Gebäude wurde abgerissen. Aber es gibt in Roseville, New Mexico eine ähnliche Filiale. Ebene 4 muss sich einer der bekanntesten und auch verstörendsten Creepypasta, die es jemals gab, widmen. Thaddeus Selbstmord. Seit kurzem gibt es zu dieser sogar einen verstörenden TikTok-Trend. Aber dazu kommen wir gleich. Bevor man wusste, dass Thaddeus Selbstmord eine Creepypasta ist, hielt sich das Gerücht, dass es in Wahrheit eine Lost Media sei. Und das Thema wurde zu einer verstörenden Legende. Die Story wurde zuerst auf 4chan gepostet und las sich wie ein realistischer Vorfall. Sie begann damit, dass der Erzähler der Geschichte schrieb, dass er 2005 das letzte Jahr als Praktikant in den Nickelodeon Studios verbrachte. Da er direkt mit den Editoren und den Trickzeichnern arbeitete, konnte er die neuen Folgen schon einige Tage vor der Erstausstrahlung sehen. Er fand in den Archiven eine Episode mit dem Namen Thaddeus Selbstmord. Die Folge beginnt damit, wie Thaddeus das Klarinettenspielen übt. Und SpongeBob und Patrick ihn dabei stören, weil sie wie immer viel zu laut sind. Thaddeus würde Ruhe brauchen, da er am Abend auf einem Konzert auftreten würde. Dann kam es in der Episode zu einem schlimmen Ausgang des Konzerts. Ein schwaches Murmeln machte im Publikum die Runde, bevor sie anfing, Thaddeus auszubuhen. Aber es war kein normales Buhen, wie es in Zeichentrickserien üblich ist. Man konnte wirkliche Boshaftigkeit darin hören. Alle Zuschauer hatten extrem realistische Augen und ihre Pupillen waren alle rot. Nun kam es zu dem tragischen Ende von Thaddeus. Er saß an seinem Bett und weinte, während er von Wut und Hass erfüllt war. Danach starrte Thaddeus die Zuschauer direkt in die Augen. Man sah eine Nahaufnahme von ihm, circa 3 Sekunden lang. Dann wurde plötzlich schnell herausgezoomt und eine tiefe Stimme sagte, tu es. Woraufhin wir dann wieder Thaddeus sahen. Er hatte eine Waffe in der Hand. Er steckte sie in den Mund und betätigte den Abzug. Es gibt einen sehr weit verbreiteten Clip aus einer Episode, die wirklich aus der Serie stammen soll, und in der sieht man, wie Thaddeus mehrere Türen zu einer anderen Dimension öffnet. Die letzte Tür zeigt das Zimmer von Thaddeus. Dann sieht man plötzlich sein Gesicht, das wir aus der Thaddeus Selbstmord-Episode kennen, auch mit diesem unangenehmen Sound. Wahrscheinlich haben sich die Macher einen Scherz zu dieser Creepypasta erlaubt. Soweit ich weiß, wurde diese Folge oder diese Sequenz aber gelöscht. Korrigiert mich aber, wenn ich falsch liege. Und jetzt kommen wir noch kurz zu diesem verstörenden TikTok-Trend. Dieser hieß, wie ist Thaddeus gestorben? Ja, und TikToker sollen sich dabei filmen, wie sie diese Episode sehen. Eigentlich wirklich nichts Besonderes, total langweilig. Aber das zeigt einfach, wie lange sich solche Gerüchte halten. Und gerade durch solche TikTok-Challenges gehen sie auch nie verloren, weil sie dadurch immer wieder ins Leben gerufen werden. Und Kinder, die zum ersten Mal damit in Berührung kommen, erstmal glauben, dass das echt sei. Das YouTube-Horror-Eisberg-Format habe ich schon ein paar Mal gemacht. Schaut euch unbedingt den letzten Eisberg an. Den haben einige von euch noch nicht gesehen, glaube ich. Und der hat auch echt krasse Themen. Teilweise ziemlich düster. Deswegen viel Spaß.